In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du eine Spielmatte nähen kannst, die zu einem Spielbeutel wird. Und wenn du zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann schau dich in Ruhe um und wenn dir mein Kanal gefällt, dann hinterlass doch ein Abo und aktiviere auch das Glöckchen, dann wirst du immer informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Du benötigst folgende Materialien für die Spielmatte: Baumwollstoffe, Vlies, Kordel, einen Kordelstopper, Bändchen, Stoffklammern oder Stecknadeln, eine Stoffschere, Schneiderkreide und ein Lineal. Um das Vlies auszumessen, markierst du dir die Mitte und von dort aus machst du in einem Radius von 52 cm Markierungen. Dazu legst du das Lineal in die Mitte und machst Markierungen bei 52 cm. Du kannst auch einen Kreidestift nehmen und den an einem Faden mit der Länge 52 cm festbinden und so einen Kreis zeichnen. Und dies mit dem Kreidestift nachzeichnen. Und das machst du rundherum. Danach schneidest du das Vlies aus. Den Baumwollstoff faltest du einmal rechts auf rechts, also mit den schönen Seiten nach innen, und faltest ihn erneut, sodass du vier Lagen Stoff aufeinander hast. Von der Ecke aus machst du Markierungen bei 57 cm. Dazu legst du das Lineal in die Ecke und machst eine Markierung auf dem Stoff. Dann legst du das Lineal erneut in die Ecke und machst eine Markierung bei 57 cm. So machst du das rundherum, sodass du einen Viertelkreis erhältst. Dann verbindest du die Markierungen zu einer Linie. An dieser Linie schneidest du den Stoff dann aus und erhältst einen Kreis. Den anderen Stoff legst du genauso aufeinander, sodass du vier Lagen Stoff erhältst. Dann kannst du genauso Markierungen bei 57 cm machen oder du machst es dir einfach und legst den ausgeschnittenen Kreis darauf und schneidest dann den anderen Stoff auch aus. Nachdem du beide Kreise ausgeschnitten hast, achtelst du die Kreise mit Markierungen. Dazu machst du Markierungen mit dem Kreidestift auf die Falten. Genauso machst du oben auf die Falten Markierungen. Dann faltest du den Stoff, sodass du einen Achtelkreis erhältst und machst dort auch Markierungen auf allen vier Lagen des Stoffs. Ich habe den anderen Stoff auch markiert, aber das ist nicht notwendig, man muss nur einen Stoff markieren. Dann schneidest du dir die Bändchen in 10 cm Länge aus und faltest sie einmal um und fixierst die auf diese Markierungen, die du gemacht hast. Und das machst du am ganzen Kreis. Danach legst du die beiden Kreise rechts auf rechts aufeinander, also mit den schönen Seiten innen, und fixierst sie mit Stecknadeln oder mit Stoffklammern. Dann machst du dir eine Markierung, dass du eine Wendeöffnung offen lässt. Danach nähst du mit einem Zentimeter Nahtzugabe die beiden Kreise zusammen. Du kannst dich an der 1 cm Markierung der Nähmaschine orientieren und die beiden Stofflagen zusammennähen. Am besten nähst du mit dem Geradstich und einer Stichlänge von 2,8. Den Anfang der Naht verriegelst du, indem du ein paar Stiche rückwärts nähst. Und so nähst du die beiden Stofflagen mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen.
Wenn du an der Markierung der Wendeöffnung angekommen bist, hörst du auf zu nähen und verriegelst die Naht mit ein paar Rückstichen. Durch die Wendeöffnung kannst du jetzt das Ganze auf die rechte Seite wenden. Die Naht bügelst du am besten glatt und die 1 cm Nahtzugabe an der Wendeöffnung bügelst du nach innen. Nachdem du das Ganze glatt gebügelt hast, kannst du nun durch die Wendeöffnung das Vlies in den Kreis stecken. Nachdem du das Vlies in den Kreis gesteckt hast, kannst du die Wendeöffnung mit Stoffklammern oder mit Stecknadeln fixieren. Danach nähst du knappkantig am Rand entlang. Dann nähst du wieder mit dem Geradstich und diesmal nimmst du die Stichlänge 3. Am Ende angekommen, verriegelst du die Naht mit ein paar Rückstichen. So sieht das Ganze dann aus. Und dadurch, dass du knappkantig genäht hast, ist die Wendeöffnung auch geschlossen. Dann nimmst du dir die Kordel und fädelst sie durch die Bändchen. Die ausgefransten Enden der Kordel schneidest du ab. Die Kordel ziehst du durch einen Kordelstopper. Das ist etwas mühsam. Ich habe dazu eine Zange verwendet. Die Kordel kannst du gleichmäßig um die Spielmatte verteilen. An den Enden der Kordel machst du einen Knoten. Wenn du jetzt an der Kordel ziehst, schließt sich die Spielmatte und wird zu einem Beutel. Und die Spielsachen sind verstaut und aufgeräumt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar.